Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Let's Play Table Tennis Kanal. Heute haben wir einen Belagtest für euch wieder vorbereitet. Es ist kein neuer Belag, den gibt es schon seit ungefähr 3 bis 4 Jahren auf dem Markt. Aber es ist ein echter Geheimtipp in der Branche und es ist nämlich der Donig Blue Storm Z1, der schnellste aus der Serie. Und wir vergleichen ihn heute mit dem Tipa Aorus Prime, weil man den beiden nachsagt, dass sie sehr, sehr ähnlich sind. Und trotzdem wollen wir Unterschiede finden. Kommen wir zum Test. Eine Sache noch zum kleinen Hinweis, der Donig Blue Storm Z1 ist kein Max-Belag, sondern 2,1 und somit etwas dünner als der Tipa Aorus Prime in dem Test, der ein Ultra-Max, also Max-Belag Tipa ist, nur zur Transparenz. Und gespielt wird es auf dem neuen Darko Jorgic-Holz. Dazu wird demnächst auch nochmal ein extra Test kommen. Der Donig Blue Storm Z1 hat einen 47,5 Grad mittelharten Schwamm. Exakt gleich wie der Tipa Aorus Prime. Die dritte Generation dieser Donig-Serie verspricht 50% längere Haltbarkeit, was den Preis von 49,90 Euro sicherlich rechtfertigen würde. Der Z1 ist der schnellste und härteste der Serie. Nebenbei, interessanter Fakt, nach 4 Jahren ist dieser Belag gar nicht mehr so hart. Moderne Zeiten bringen immer härtere Belege auf den Markt. 55 Grad und mehr sind keine Seltenheit. So finde auch ich, der selbst extremst lang mit weichen Belegen gespielt hat, dass ein 47,5 Grad Schwamm die breite Masse ansprechen kann. Aber Achtung, nur wenn regelmäßig trainiert wird. Denn schnell bleibt immer noch schnell und unkontrolliert. Das Schöne an diesem Belag ist natürlich die blaue Schwammfarbe. Da kann man sich ehrlich gesagt nicht genug satt sehen. Das dünne Obergummi hat den Belag leichter gemacht, was mir als kleiner und leichter Spieler sehr entgegenkommt. Also von der Ballrückmeldung, beim Kontern, beides geht wunderbar. Die Ballrückmeldung ist ziemlich gleich im Schwamm. Der einzige Unterschied ist hier, dass der Ball ein bisschen flacher abspringt beim Aorus Prime. Aber beide wirklich sehr, sehr sicher. Schauen wir uns mal die Topspins an. Topspin mit Donig Blue Storm. Tipa Aorus Prime. Erster Eindruck ist es so, dass der Tipa Aorus Prime mehr Energie hat. Eine Nuance, aber es ist ein bisschen mehr Energie drin. Dafür ist die Ballrückmeldung beim Donig Blue Storm etwas besser. Die Topspins vom gleichmäßiger und der Belag ist viel, viel mehr auf Sicherheit getrimmt. Das gucken wir uns jetzt aber mal beim Unterschnitt-Topspin an. Also ich kriege also einen Unterschnittball und schaue, was ich an Rotation da herausbekomme. Anfang tue ich mit dem Blue Storm Z1. So, beim Unterschnitt-Topspin sind auch kaum Unterschiede festzustellen. Beim Tipa Aorus Prime geht er ein bisschen mehr direkt nach vorne raus, hat gefühlt etwas weniger Rotation, aber das sind, wie gesagt,
Nuancen und kaum erkennbar. Ja, man bekommt einen Belag beim Topspin-Spiel mit dem Donic Blue Storm, der ein bisschen mehr auf Ballflugkurve geht, auf die Arc, und der T-Powerless Prime geht mehr nach vorne. Gucken wir uns jetzt mal das passive Spiel an, wenn der Gegner zieht und ich blocke. Donic Block. Tipa Block. Für mich ein klares Ergebnis. Der Donic hat den gleichmäßigen Ballabsprung. Ich kann immer sehr sicher auf den gleichen Punkt blocken. Mit dem T-Park kann ich auch sehr sicher blocken, fast noch sicherer. Aber da ist, je nachdem, wo du den Ball triffst, schon eine Differenz zu merken. Und mal kam ein bisschen kürzer der Block, mal ein bisschen länger. Aber ähnlich sicher. Bisschen gleichmäßiger ist aber der Donic im Block. Nun kommen wir zum Kurz-Kurz-Spiel oder dem Spiel über dem Tisch. Sehr, sehr wichtig für Wettkämpfe. Und hier schauen wir mal wieder darauf, was ist gleich oder ähnlich, wo gibt es Differenzen. Aufschlag Kurz-Kurz mit dem Donic Blue Storm Z1. Nun das Kurz-Kurz-Spiel mit dem Aorus Prime. Im Kurz-Kurz-Spiel gefällt mir ein bisschen besser der Tipa Aorus Prime. Man kann sowohl ein bisschen mehr Schnitt hineingeben und der Ball bleibt flacher, auch hier. Und das ist natürlich ein Vorteil im Kurz-Kurz-Spiel. Und des Öfteren beim Blue Storm Z1 ist der Ball auch mal ein bisschen hochgegangen und mit wenig Rotationen. Da hat der Gegner leichtes Spiel, dann offensiv zu agieren, und ich komme gleich in die Defensive. Das will ich ja nicht. Also hier klarer Pluspunkt für den Tipa Aorus Prime. So, fertig ist der kleine Test zwischen diesen beiden Belägen. Zwischen dem Donic Blue Storm Z1 und Tipa Aorus Prime. Sie sind sich sehr ähnlich, kann man gleich mal von Anfang an sagen. Optische Unterschiede gibt es natürlich. Der eine hat halt einen lila Schwamm, das ist der Aorus Prime, und der Blue Storm hat einen blauen Schwamm. Das ist eine Frage der Stilistik, was magst du lieber? Man kann mit beiden auf jeden Fall sehr ähnlich spielen. Unterschiede gibt es natürlich in der Ballflugkurve. Der Donic Blue Storm hat eine deutlich mehr Katapult. Und der Ball kommt damit auch länger auf die Grundlinie. Man kann durchaus mehr Druck dadurch erzeugen. Dafür kann es der Aorus Prime wieder ausgleichen mit dem Tempo. Er ist einfach ein bisschen schneller. Ja, kann man ein bisschen mehr Druck erzeugen, wenn du mehr Armzug hast. Und ja, Rotationsverhalten auch sehr, sehr ähnlich. Ich hatte das Gefühl, aber im Donic Blue Storm war beim Topspin etwas mehr möglich, etwas mehr Potenzial, das man abrufen kann. Dafür ist das Spiel über dem Tisch einfacher mit dem Aorus Prime gewesen, kontrollierter, dadurch ist auch ein bisschen direkter der Anschlag, ne, weil er flacher bleibt, blieb der Ball auch kürzer, und es ist nun mal jahrelang mein Belag gewesen und ich wusste, wie man den Ball kurz legt. Beim Blue Storm merkte ich dann immer wieder, wenn man mit der gleichen Bewegung rangeht, springt schon mehr ab. Ja? Also ein bisschen unkontrollierter, was nicht so geeignet wäre für mein Spiel, für mein kurzes Kurzspiel. Ja, da sind auf jeden Fall Unterschiede zu sehen. Das passive Spiel war bei beiden Belägen wunderbar, also sehr kontrolliert, aber wie ich schon gerade gesagt habe, beim Blue Storm einfach sehr viel gleichmäßiger der Block, immer auf die gleiche Stelle gebracht, während beim Tipa Aorus Prime ein bisschen mehr Streuung zu sehen war. Topspin-Topspin-Duelle haben auch bei beiden sehr viel Spaß gemacht, klar bei ESN-Belägen, oh, es wird schon wieder dunkel, glaube ich, hier. Aber egal, da hatte der Donic Blue Storm seine Vorteile. Durch die Flugkurve hat man mehr Potenzial abrufen können, den Ball länger setzen können
und auch die Gleichmäßigkeit, die ich schon gerade genannt habe, ist ein Vorteil bei Topspin-Topspin-Duellen. Beim Aus Prime hat man das Gefühl, dass immer wieder es einen Ball gibt, der durchrutscht. Fazit: Wir haben hier zwei sehr ähnliche Belege, die alle gute Stärken haben und ein paar Schwächen und sich sehr ähnlich sind. Was aber unterschiedlich ist, ist der Preis. Der Tipper Aorus Prime ist mit 46,90 Euro 3 Euro günstiger als der Donic Blue Storm Z1, der 49,90 Euro kostet. Muss jeder wissen, ob es einem wert ist, 3 Euro mehr oder weniger auszugeben und ob das entscheidend ist. Zur Haltbarkeit kann ich beim Blue Storm nichts sagen. Beim Aorus Prime ist die Haltbarkeit okay. Ich sag mal so, ich bin sehr intensiv und musste die dann immer so nach 3 Monaten auch wechseln, bei 2 bis 3 Trainingseinheiten die Woche. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns doch bitte ein Like. Nicht den hier, den. Wenn noch nicht getan, abonnieren. Wir freuen uns sehr, dass ihr am Wachstum des Kanals mit teilnimmt. Und dann bis zum nächsten Video. Euer Let's Play Table Tennis Team, bestehend aus Mustafa, Petros und Olli und dem Jungen aus Amerika, der heißt Romeo. Der lässt euch auch mal alle grüßen. Bis dann. Ciao, ciao.